Ja, wir haben es geschafft. Unglaublich, wir sind zurück bei Nights into Dreams. Und wie ihr seht, ja, wir haben zwei oder ein Level. Ich bin mir da unsicher. Aber wir haben es freigeschaltet und zwar, indem wir in jedem anderen Level ein C gekriegt haben. Oder sogar ein B. Ja, sogar zwei Bs. Und das könnt ihr hier in ganz kurzer Schnellfassung sehen. Also. Ja, das war schon. Das war echt anstrengend. Vor allem, es hat sehr lange gedauert. Aber es war es wert, denn jetzt kann ich die letzten beiden Level spielen. Und ich fange wieder. Ich fange mit Ellie an diesmal. Ja. Sonst haben wir bei Clarice angefangen. Jetzt fangen wir bei Ellie an. Twin Seeds. The Growth. Der Wachstum. Huch. Entschuldigung. Warte, was? Oh, ich fliege jetzt als echter Junge? Also ich bin nicht Knights diesmal, ich bin echter Junge? Wow, das habe ich nicht erwartet. Weil sonst waren die Kinder immer recht, klingt zwar gemein, aber recht sinnlos. Aber jetzt sind sie anscheinend die richtigen Helden hier. Ich bin, beeindruckt, aber auch ein bisschen überrascht. Weil das habe ich nicht erwartet. Aber hey, cool. Finde ich eigentlich eine richtig coole Idee. Aber irgendwie taucht gerade nichts mehr auf, das wundert mich. Ah, jetzt tauchen Sachen wieder auf. Okay, gut. Aber es ist immer nicht genug. Ne, ich brauche noch zwei. Mal gucken, wo noch welche sind. Soll ich einfach tiefer fliegen? Ne, tiefer bringt nichts. Okay. Oh, warte. Oh. Hallo Ballon. Nein, ich will nicht. Oh, lass mich los. Oh mein Gott, ich muss nur über. Okay. Oh, ich habe. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Jetzt einmal bitte zerstören. Damit habe ich bereits das Ding da jetzt. Wohin damit? Oder behalte ich ihn einfach? Warte, man muss jetzt alles in einem Lauf schaffen? Nee. Okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist aber ziemlich hart dann aber. Das alles in einem Lauf? Nee. Das ist ja fast unmöglich. Aber es ist machbar. Oh, sogar ein A geschafft. Oh. Oh, wow. Das ist, ja, das ist krass. Ich muss wirklich alles in einem Lauf schaffen. Alles klar, dann versuchen wir es mal. Ich weiß jetzt ungefähr, wo ich langfliegen muss. Das heißt, ich darf pro Runde. Oh, das ist. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Okay, erstmal muss ich in den Tod fallen, so gesehen. Ja, komm, fall.
Denn dann fange ich an zu fliegen. Und dann geht's auch schon los. Ich muss auch schon halt nach. Ja, nach denen auch, aber ich brauche jetzt immer noch zwei. Ich habe alle. Okay, das lief gut, das lief sehr gut. Okay, jetzt kann ich durchziehen, denn ich habe jetzt hier halt abgeschlossen. Jetzt geht's hier also weiter. Jetzt mal dadurch. Dann Punkte sammeln, ja. Dann da oben nicht vergessen. Die muss ich auch einsammeln. So, jetzt kommt der Kreisel hier. Den ich natürlich nicht vergessen darf. Dann fliege ich da mal durch. Aber mir fehlen noch. Nämlich, ich habe alle, okay. Level 3. Guck mal, wie das Bild aussieht. Erneut das hier, okay, das kriege ich hin. Okay. Habe ich alle? Ja, ich habe alle. Also jetzt. Ja, ich habe alle. Okay, ich habe alle. Gut, dann ab zum Nest. Warum das ist. Ich habe schon mal gesehen, aber ich habe es irgendwie nicht erwischt. Da, okay, ich habe es erwischt. Und jetzt habe ich alles. Ja, ab zum vierten Level. Oh, okay, das muss er lang. Ah, ich muss echt. Nein, lass mich in Ruhe. Oh. Ah. Ah, jede Sekunde zählt. Da ist ein Nest. Okay, ich hab's, muss noch ein Ziel kommen. Oh, okay, das ist eine Cutscene. Oh, nein, komm schon. Geh durch. Komm schon. Hallo. Ja, komm schon, helf mir. Los, Clarence. Wir haben es geschafft. Wir haben die Dinge angesammelt. Woohoo! Oh, sogar ein B bekommen, weil ich so gut dabei war. Ey. Ey. Oh, hi Clarice. Oh, was passiert jetzt gerade? Okay. Oh, wow. Ich muss das ganze Ding aufpassen. Oh, muss ich zeitgleich mit der anderen angreifen vielleicht? Ja, okay, das muss ich also machen. Oh, wow, das ist ja... Uiuiui. Wie steuere ich das denn? Oh, okay, das war gut. Das war nicht so schlimm. Das war nicht so schlimm. Das krieg ich hin. Okay, jetzt kommt Wasser. Oh, nein. Oh, das ist gemein. Da muss ich das Opening finden. Und auch nutzen. Aber. Da war doch das Opening. Komm schon. Okay. Oh, jetzt gar schon wieder. War's das? Nee, ich glaube. Oh mein Gott, das war's. Ich hatte nicht gedacht, dass ich es schaffen würde. Okay, die Zeit war sehr knapp. Aber ich bin zufrieden. Sehr gut. Hui! Ist jetzt Claire? Oh ja, sie ist die andere Nike geworden. Oh, sehr cool. Oh, das war cool. Hi!
Oh, sie ist stolz auf uns. Oh, eine Cutscene. Da wacht Elliot auf. Okay, schönes Outfit. Und jetzt spielen sie Basketball. Yeah, glaubt an sich. Los, wir kriegen das hin. Oh, komm schon. Yeah. Und. Wow, er kann fast fliegen. Yeah. Wow, dude. Yeah, dude, yeah. Wow, you're so cool. Yeah. Ja, guckt. Yeah, ich hab Freunde. Oh, schön. Oh, das ist ein schönes Bild. Danke für die Hilfe. Kein Thema. Aber jetzt fehlt noch Clarice, soweit ich weiß. Nee. Noch ist nichts vorbei. Es fehlt... Oh, noch eine Cutscene? Da ist sie. Da ist Knight. Knight. Das S gehört zum Namen. Und sie spielt Flöte. Zumindest glaube ich, dass es das sein soll. Aber... Es fehlt noch Clarice. Die müssen wir auch noch kriegen. Ja, ich schaff das. Twin Seas, The Growth. Ich hoffe irgendwie, dass sie nicht das gleiche Level kriegt. Denn das wäre ein bisschen langweilig. Aber ich glaube ein bisschen ja. Obwohl. Ein Teil von mir sagt ja, ein Teil von mir... Ja, doch, es ist gleich Level. Alles klar, das machen wir schnell fertig, denn ich möchte gerne noch ihre Szene sehen. Denn ich finde, das gehört dazu. Denn sie scheint ja eine eigene... Sie kriegt ja wahrscheinlich eine eigene Szene, denn... Die gerade von eben war ja die von unserem Buben. Von unserem Elliot. Das heißt, Clarice muss ihre eigene Szene noch kriegen und die will ich auch gern sehen. Habe ich alle? Ne, ich habe nicht alle. Mir fehlen noch zwei. Verdammt! Ich habe irgendwo zwei verpasst. Aber ich weiß gar nicht wo. Warte, hier vielleicht gerade? Ne, aber brauche ich denn zwei? Zwei Filme noch? Wirklich? Aber wo denn? Oh, da oben. Okay, hab sie gefunden. Jetzt durchrasen. So, habe ich das auch abgefangen und weiter geht's. Kurz Punkt ansammeln, denn ich brauche die gleich. Ich habe noch keine Dinger zum Einsammeln, sorry. Ich kann dir noch keine geben. Ja, da muss noch rein. Das Gute ist, ich glaube, die sind recht aneinander. Das heißt, da habe ich schon alle Ja, da die habe ich alle. Sehr gut. Das heißt, ich kann sie einfach durchzischen. Und das Ding sofort mitnehmen, mit einem A sogar. Wow. Wow, na. Warte mal. Okay, ist nichts mehr. Wow, na. Aber jetzt bin ich gerade nicht so gut dabei. Ah gut, ich krieg noch ein paar her, aber nicht alle. Nee, mir fehlt mir gerade noch eine Menge. Okay, ja, jetzt kommen die ganzen, genau. Daran nehme ich noch. Oh nein! Oh nein, ich darf keine Zeit verlieren, Zeit ist wichtig. Letztes Mal war ich auch so nah dran. Ich hatte nicht mehr viel Zeit mehr übrig, also ich darf die Zeit nicht zu locker nehmen.
Die Zeit ist schon wichtig für mich. Vor allem da, wo ich jetzt bin, weil hier ist die Zeit sehr, sehr wichtig. Weil, nein, 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 denn hier kann jeder Fehler entscheidend sein. Nein, komm, 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 nein. Oh, so nah dran. Schade, aber ich kenne das Level jetzt so ein bisschen, das heißt, ich müsste es sofort schaffen jetzt. Oh, ich habe mich zu oft treffen lassen, das war das Problem. Mir fehlten 15 Sekunden insgesamt sogar schon. Ach, so blöd. Na egal. Es gibt Schlimmeres, daher ist nicht ganz so schlimm. Hui, und ich falle. Okay, da fehlen mir schon mal 3. Hätte ich was vergessen? Ich sollte nicht reingehen, wenn ich die noch nicht habe, weil das kostet mich nur Zeit. Zeit, die ich nicht habe. Die beiden. Die darf ich nicht vergessen. Und ins Ziel mit mir. Ja, das war super Zeit hier. Hast gesehen? Das war super duper Zeit. Das war zeitlich eine Bombe. Eine gute aber. Okay, mir fehlen noch 8 Stück. 8 Stück wo ich liegen gelassen. Ach, da oben. Klar. Jetzt sind die im Käfig gelassen. Bin ich blöd. Kann ich die einfach so im Käfig lassen? Okay. Okay, das war nicht so schlau von mir, da jetzt reinzugehen, weil das habe ich nicht gebracht. Aber nicht schlimm, denn zeitlich bin ich noch sehr gut dabei. Das muss halt wirklich sagen. Zeitlich bin ich noch sehr... Okay, ich darf nicht zu laut sagen. Ah! Ich habe Zeit verloren, aber nicht so viel, das ist nicht schlimm. Alles gut. Mir fehlt nur... Oh mein Gott, mir fehlen nicht so viele, wie ich dachte. Da ist das Ding, okay. Okay, weiter geht's. Jetzt wird's wichtig, weil jetzt darf ich nichts verfehlen. Weil jeder Fehler kostet mich Zeit. Wertvolle Sekunden, die ich nicht unbedingt habe immer. Wo will ich gerade überhaupt hin? Mal fragen dürfte. So. Da wollte ich hin, genau. So. Jetzt schnell losdüsen. Brauche ich gar nicht düsen, das macht ja ist eine Cutscene. Hilfe! Ich komme nicht durch! Hilfe! Hilfe! Keine Sorge, ich rette dich. Wow, danke, Elliot. Glaube ich. Los, helf mir! Sehr gut gemacht. Wuhu. Mal gucken, wie gut die Wertung war. Denn ich war recht gut dabei. B, ja, damit kann ich leben. Jetzt kommt der Endkampf, den ich ja ein bisschen jetzt kann. Und ich hoffe mal, dass ich mich nicht so oft treffen lasse. Wie letztes Mal. Aber jetzt kenne ich ja ein bisschen die Tricks, die er drauf hat. Wie den Feuerball. Okay, sag ich vor allem, während ich getroffen werde. Das ist auch schön. So, jetzt kann ich schon mal umdrehen. Okay. Die Asteroiden sind nicht so schlimm, wie ich dachte. Schon mal umdrehen. Okay, schon mal umdrehen bringt nicht so viel, wie ich gehofft habe, aber es bringt ein bisschen was. Oh mein Gott. Okay, die Eisbälle war nicht so schlimm, wie ich erwartet habe.
dachte, wir würden Schaden machen, aber machen die mal. Die stoßen mich nur zurück. Okay, es wird schwer. Oh, gut, ich hab's geschafft. Sehr gut. Und nochmal. Oder das war's schon? Ich konnte schwören, letztes Mal hatten wir nochmal eine Asteroiden-Level-Stufe. Aber okay, ich nehm's an. Gerne. Hey, cool, hat's geschafft. Woo, wir sind echte Helden. Und jetzt kommt ihre Cutscene. Gute Arbeit. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was? Entschuldigung? Elliot. Wo bin ich? Blätter. Wolken. Gras. Und komische Viecher. Oh nein, ich werde entführt. Ach, ihr seid's nur. Hallo. Ihr seid meine neuen Freunde. Wie komme ich nach Hause? Okay. Was für ein Albtraum. Da waren solche Oompa Loompas. Twin Dreams. Meine Lieblingsband. Oh, gar nicht wahr. Das ist ein Set. Okay, du schaffst das. Los, Clarice. Meine bubblegum-pinken Haare helfen mir. Oh, ist die gut. Oder auch nicht. Oh, jetzt bin ich nervös. Oh, der Raum bewegt sich. Aber ich schaffe das schon. Da, 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 da. Oh mein Gott, sie ist heilig. Wow, kann die singen? Yeah, sehr gut. Hihihi. Ich nenne es Ode an den Traum. Oh, kriegen wir ein Feuerwerk? Ballons! Oh, wir kriegen eine Parade, noch viel besser. Yeah! Huh? Oh, guck mal, eine Parade. Wie cool. Ein Turm. Warte mal. Der Turm sagt mir was. Ich kenne den von irgendwo her. Nein? Ah, da gehe ich jetzt rein. Schickes Outfit. Wow, das Mädchen meiner Träume. Wortwörtlich. Und der ganze Saal ist leer. Wow, wie romantisch gerade. Ui. Wow, das ist eine ganz schön große Produktion hier. Oh, meine Augen. Wir sind zurück in der Traumwelt. Und sind für immer hier gefangen. Oh, eine kleine Liebesgeschichte. Und alles glitzert. Danke, Knight. Danke, Knight. Kein Problem, ihr Dummköpfe.
Ja, jetzt können wir gerne die Credits angucken, denn ich glaube, das Abenteuer ist damit vorbei. Falls ich noch was finde, was noch passieren könnte, irgendwelche Extra-Modis, gibt es noch ein paar hinterher, aber sonst ist das eigentlich der Abschied von Night into Dreams. Dedicated to the players and developers of the original game. Stimmt, das ist ein Remake, da war ja was. Upsi. Das war ja ein Remake. Original Version created by Sonic Team. Knights ist ja an sich ein Sonic-Charakter, deswegen macht das auch Sinn. Ich werde noch nicht viel sagen, denn der Song ist eigentlich echt schön. Da war gerade ein Ying und eine Yang Feng. Vielleicht Geschwister oder Ehepaare. Und warum gibt's da Simin mit einem großen M? Ist das ein normalen Japanischen, dass die Zweitnamen und Erstnamen zusammengeschrieben werden und dann halt mit großen Buchstaben gemacht werden? Ich kenne mich da nicht so aus. Oh, so ein schöner Song. Oh ja, das Monster, unser erster Gegner. Im Traum des Mädchen, der Clarice, soweit ich weiß. Ah ja, das Wasserlevel. Die Kontrolle, also die Steuerung war echt ging, aber das Level war schön. Und ich glaube, der Boss war der Fisch, der war auch ganz cool. Ich muss sagen, die Bosse an sich waren interessant, weil die hatten alle so das gleiche Konzept, aber hatten alle so verschiedene... Oh ja, stimmt, das Wettraum vor dem Bäcker. Das Wegtrauen vor allem, Wegrennen vor dem Bäcker, da war ja was. Haha. Die Bosse waren also gleich gemacht von wegen, wie man sie besiegen sollte. Oder halt welche Manövers man benutzt. Aber die hat man all so ein bisschen spezifisch und sehr individuell. Ich glaube, mein Lieblingsboss von allen... Es könnte der Kartenspieler sein, überlege ich gerade, wo ich ihn sehe. Ich schwanke zwischen dem Endboss auf jeden Fall, der war cool. Vielleicht noch der Kartenspieler, ja. Oder diese Dame in dem Bounce-Haus, die ich halt dann wegschießen musste. Oh, so süß. Die war auch ganz cool. Weil das war dieses, du musst halt sie anfassen. Das klingt sehr falsch. Sie angrabben. Dann dreht man sich damit. Und dann muss man sie wegschießen in die Richtung, wo sie hin muss. Das fand ich ganz cool gemacht. Und den Fisch fand ich ganz cool. Ich war kein großer Fan von der Katze oder was das auch mal war mit den Mäusen. Weil, ich weiß nicht. Aber man muss sagen, das Spiel hat einen eigenen Charme und anfangs war ich ein bisschen skeptisch, aber ich finde es nicht schlecht. Ich bin froh, dass ich gespielt habe. Und ihr könnt es auch spielen auf Steam. Wie ich es gemacht habe. Kleine Werbung. Oh, stimmt, die Mutkugel war es, glaube ich, die rote. Die waren alle sehr mutig.
Ja, wie gesagt, wenn es noch was zu tun gibt, kommt auch ein Part hinterher und wenn nicht, dann fängt ein neues Display an. Aber nach den Credits werde ich auch erstmal enden und dann sehen wir weiter, was passiert. Oh. Ah, okay, die gleiche Szene von vorhin. Und damit endet dieser Part. Oh, Weihnachtsträume freigeschaltet. Kleiner Scherz, Leute, denn guck mal. Ah, es wurde doch was freigeschaltet. Weihnachtsträume, okay. Tatsache. Die spezielle Weihnachtsperson, die kommt natürlich auch noch. Das heißt, Part 6 wird dann sich darum drehen, um die Weihnachtsträume. Dann, darauf können wir uns freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.